Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Seit ein paar Tagen bin ich in Palermo und darum herum, Sizilien eben. Noch einmal Licht tanken vor dem langen deutschen Winter, ein bisschen der Corona-Situation in Deutschland entfliehen. Außerdem ein bisschen ins Warme noch fahren, hatte ich so gedacht, haben wir so gedacht. Aber auch hier ist nicht immer Sommer. Ich sitze im Zug. Vor dem Fenster rauscht weite grüne Landschaft, die sich zum Meer hin erstreckt. Olivenbäume, Felder voller Orangenbäume, Felder voller Schwarzkohl, Artischocken, grün über grün. Dazwischen immer wieder Mandarinenbäume, vielfarbig blühende Oleander, Bougainville, Malven. An den Palmen beginnen die Datteln zu reifen, honiggelbe Früchte jetzt, aber schon in voller Größe. Kaktusfeigen, manche schon gelbrot, rot und reif, manche noch klein. Dahinter das Meer, wie immer, azzurro. Darüber blauer Himmel. Manchmal auch Wolken, kein Regen in Sicht, heute nicht. Aber Wind. Er kommt aus Osten, biegt die Palmen, biegt das Schilf, beugt die Landschaft, die Pflanzen. Und als ich aus dem Zug aussteige, auch mein Kopf auf die Brust. Es ist frisch, sehr frisch, fast kalt. Und wie jeden Tag seit 5 Tagen trifft mich diese Erkenntnis wie eine große Überraschung. Und vielleicht ist das die intensivste Entdeckung, die ich gerade hier mache. Meine Erfahrung und meine Erkenntnis stimmen nicht überein. Meine Kindersommer in Italien, meine Studentenreisen an den Gardasee, in die Marken, in die Toskana, nach Venedig, zum Gargano, nach Sardinien. Meine Erwachsenenreisen nach Italien fanden immer im Sommer statt, nie vor Pfingsten und nie später als Anfang Oktober. In meinem Kopf ist in Italien immer Sommer. Das denkt auch mein Körper. Und also habe ich mein Bikini dabei, als ich 50 Kilometer nördlich von Palermo im Wind an den Strand komme. Niemand ist im Wasser. Es ist Mittagszeit, die Sonne legt sich auf die Häuser, wärmt die Wände, reflektiert. Die Bucht liegt windgeschützt. Das Meer wogt mit Winterwellen herein. Aber weil ich neulich noch bei 10 Grad in der Isar war, bei 11 Grad 10 Minuten im See geschwommen bin, habe ich keine Angst vor der Temperatur des Meeres. Mittelmeer, noch vom Sommer aufgewärmt, 18 Grad. Deutlich wärmer als die Luft. Ich schwimme, 15 Minuten. Und dann lege ich mich auf eine windgeschützte Bank an einer Mauer in die Sonne. Ich mache die Augen zu. 10 Minuten lang ist jetzt Sommer. Ich ziehe mich an. Als ich aus dem Windschatten gehe, trage ich den Schal eng und unter der Jacke einen Wollpullover. 15 Grad, gefühlt 12, sagt die Wetter-App wegen des Windes. Auch wenn es um mich herum ausschaut, als habe es 25. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.